Ja, hallo Leute. Heute ist unser dritter Tag in unserer Intensivausbildung. Wir werden heute mit unseren zwei Probanden mal das Rückwärtsfahren üben. Es gibt da zwei Grundfahraufgaben, einmal 20 Meter rückwärts und das andere einmal um die Ecke drücken. Und das werden wir heute einmal kennenlernen. Viel Spaß dabei. Okay, hast du einmal dein Handy? Ja, habe ich. Also, wir fangen mal mit der ersten Grundfahraufgabe an. Das ist 20 Meter rückwärts schieben. Ja. Und zwar einfach nur geradeaus zurück. Ja. Ja. Okay, also, hier haben wir unseren Anhänger. Ja. Das ist unsere Zugmaschine. Ja. Ja. Wenn wir jetzt zurückdrücken wollen, ist natürlich schon mal pfiffig, wenn wir am Anfang gerade voreinander stehen. Ja. Ja. Aber du kannst gerade stehen, wie du willst und die Lenkung super gerade haben. Irgendwann haut der ab. Der haut immer ab. Ja. Ja. Mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später. Und für gewöhnlich kommt nicht der liebe Gott vorbei und stellt dich wieder gerade davor, sondern musst du selber machen. Ja. Okay? Gut. Wenn wir jetzt rückwärts fahren, hat er zwei Möglichkeiten abzuhauen. Der kann einmal mit der Front abhauen. Mhm. Ja? Oder aber der kann auch mit dem Heck abhauen. Ja? Okay. Wenn der abhaut, das Erste, was wir machen müssen, ist erstmal die beiden Ecken wieder übereinander. Ja? Ja. Also wenn er steht, ne, muss er halt dahin. Ja? Also da, wo du den meisten siehst, ne, wenn er so abhaut, da musst du hinlenken, hast die Ecken wieder übereinander. Ja. Ja. Andere Möglichkeit ist, der haut hier vorne ab, dann hast du die Ecken ja schon übereinander. Ja. Ja. Dann musst du dir überlegen, wo soll denn das Heck hin vom Anhänger? Ja. Das soll jetzt dahin, ja, genau. Dann musst du auch dahin lenken. Also so quasi. Ja. Was dann nämlich passiert ist, wenn das hier die Deichsel dazwischen ist und der haut hier ab, du lenkst jetzt nach darüber, die Deichsel geht auch darüber und somit kommt er wieder in die richtige Richtung. Ja. Aber oftmals, wenn du ganz, ganz früh reagierst, dann ist das Ganze völlig simpel. Da musst du nämlich nur ganz wenig lenken. Ja. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt gleich rückwärts fahren, immer schön, also wenn du beim Tennis zugucken würdest, immer schön in beide Spiegel gucken. Ja? Sonst guckst du nicht die ganze Zeit nur in einen Spiegel und da haut er dir ab, kriegst du gar nicht mit. Ja, genau. Ja? Und dann als Erstes, wenn er dir abhaut, erstmal zusehen, dass du die Ecken beieinander hast. Ja? Mhm. Und dann kannst du überlegen, wo muss das Heck hin von dem Fahrzeug? Ne? Muss es nach links? Lenkst du nach links? Muss es nach rechts? Musst du nach rechts? Ja. Ja? Und dann reicht es, wenn du ganz früh reagierst, dann reicht es auch, wenn du aber über die Ecke... Von Fahrtrichtung aus gesehen, ne? Will ich nach rechts, will ich nach rechts, wenn das Heck so... Genau, ne? Wenn es da abhaut und du willst dahin, musst also du dahin lenken. Wenn ich zum Beispiel so da auch stehe, wie der jetzt hier steht, dann ist es ja schon fast eigentlich zu spät, aber dann müsste... Das ist schon viel zu spät, so viel darf ja gar nicht passieren. Ja, ne? Aber wenn du jetzt wieder gerade kriegen willst, ne? Der Arsch soll dahin, ja. Ja? Also musst du darüber lenken. Ja. Ja? Wenn wir ganz früh reagieren, dann reicht es völlig, dass du einmal hier das Weiße von dem Aufbau siehst und dann ziehst du wieder auf die Ecke. Ja, dann guckst du, hat es geholfen, wenn er noch nicht fertig ist, dann machst du das einfach nochmal. Das kannst du auch 10-mal hintereinander machen. Okay. Ja? Und wenn du es oft genug gemacht hast, irgendwann haut er dir auf der anderen Seite ab. Ja? Dann musst du also wieder dahin lenken und hier einmal kurz das Weiße und Ecke wieder übereinander. Ne? Ja. Immer nur kurz das Weiße, Ecke übereinander. Kurz das Weiße, Ecke übereinander. Wenn du da sehr, sehr spät gemacht hast, dann musst du hier vielleicht so erste, zweite, dritte Schraube gehen, wie viel auch immer. Okay. Ja? Aber wenn du ganz, ganz... Ja, das erkennst du vorne. Okay, ja. Am Anfang ist es auch ein bisschen schwierig, aber deswegen habe ich dir da so ein paar kleine Sonnen, verteile ich dir ja gleich, weil sonst legst du hier mal grau auf grau. Das kann man schlecht erkennen, zumindest am Anfang. Nachher hast du einen Blick dafür, aber am Anfang erkennt man es relativ spät. Mhm. Und vor allem kann ich dir auch immer erzählen, welche Punkte ich jetzt gerade so meine. Ja. Ja? Also du setzt dich bitte, also das steck mal ein, du setzt dich jetzt bitte einmal vorne rein, dann fährst du da vorne hin, siehst zu, dass das Ding halbwegs gerade steht. Ja? Vorhin mit Bernd. Genau, richtig. Ja. Ne? Und dann fangen wir damit mal an. Okay. Sitzt du dann mit drin oder machst du Sicherungsposten? Ah, Sicherungsposten ist schon mal sehr gut. Ne? Das kannst du auch immer schön früh sagen. Ja. Der Bernd macht gleich bitte einmal den Sicherungsposten, weil ich stehe dann so ein bisschen neben dir, dann kann ich dir das ein bisschen besser erklären. Ja. Ich werde dich auch gleich ganz, ganz oft anhalten lassen, um dir ein bisschen was zu erklären. Das am Anfang ist ein bisschen müßig, ja, weil wir haben nicht so richtig den Flow drin, aber dann kann ich es dir besser erklären. Ja. Ja? Okay, ja, dann machst du dir einmal bequem, dann legen wir los. Ja, da siehst du immer noch ein bisschen was von der Ecke. Ja, jetzt ist er weg. So, und wenn du jetzt in den anderen Spiegel guckst, dann wirst du sehen, dass du, dass er dir, ja, zieh nochmal die Ecke übereinander. So, und jetzt siehst du, bleib mal eben stehen. Die Ecken hast du jetzt übereinander. Ja, jetzt siehst du aber, dass er dir da hinten wegkommt. Ja, genau. Also, du willst das Heck des Anhängers, willst du jetzt hier rüberziehen. Ja. Also musst du auch hier rüber lenken. Ja, und da wir jetzt ganz, ganz früh das Ganze gemacht haben, reicht das, wenn du ein bisschen was von dem weißen Aufbau siehst. Und dann ziehst du sofort die Ecken wieder übereinander. Und dann guckst du, ob das geholfen hat. Ich schlag jetzt so weit ein, dass ich da was von dem weißen Aufbau sehe. Ja, also die Lenkung nur ganz leicht ein. Du brauchst gar nicht viel. Ah, okay. Ja, einmal bis zum weißen Aufbau und zack, Ecken wieder übereinander. Ja.
So, ecken wir übereinander. Und zack ist er gerade hinter dir. Jetzt musst du nur wieder die Ecken übereinander halten. Und dann wieder beide Spiegel beobachten, irgendwo wieder den gleich wieder abhauen. Und ecken wir übereinander. Ja, da lenkst du jetzt sehr, sehr viel. Ja. Das kannst du viel weniger machen. Und guck hier in den Spiegel, dass die Ecken übereinander hast. Ja, ich habe hier sehe ich noch ganz schön viel. So, ja, siehst du, bleib mal eben stehen. Jetzt siehst du, das war ein bisschen zu viel. Ja. Ja, ist ja kein Problem. Ja, jetzt wissen wir, das Heck muss ein bisschen weiter nach rechts. Also lenkst du ein bisschen nach rechts. Einmal den weißen Aufbau angucken und ecken wir übereinander. Nach rechts. Nach rechts. Oh, ja. Immer da, wo du hin willst. Das ist das Einfache. Ne? So, und das ist ja wieder halbwegs gerade hinter dir. Ne? Ja, ja. Bleib schön genau auf der Ecke. Na, du bist nicht genau auf der Ecke. Ne? Da, jetzt bist du drauf. Okay, dann halt mal an. Das waren jetzt 20 Meter. Ja, also ziemlich genau bis zum Gullideckel. Ne? Also ein bisschen ja. Mehr haben wir jetzt gemacht. Ja. Ja, das waren nicht 20 Meter und mehr brauchst du gar nicht schaffen. Ja? Also wenn du korrigieren willst, ja, dann brauchst du gar nicht den hier machen, ja. Weil wenn du viel dahin lenkst, musst du auch wieder viel dahin lenken und wieder viel zurücklenken. Ja. Wenn du ganz früh reagierst, reicht das hier. Das reicht völlig aus. Du brauchst dein Lenkrad nicht mal loslassen. Ah, okay. Ja? Also einmal über die Ecke hinaus, zack, auf die Ecke wieder zurück. Ist ja möglicherweise gerade, wenn es nicht ausreicht, aber nochmal machen. Ja. Ja? Dann fahr bitte noch einmal nach vorne, machen wir noch einmal. Und dann machst du das einmal alleine. So, Bernd, komm mal zu mir. So, in der Prüfung ist es auch so, dass der Prüfer, ne, der guckt, wo ist das Heck. 20 Meter rückwärts müssen wir machen. Wie lang ist das ganze Geschoss? 20 Meter. Ne, 18,75 Meter. 18. Das haben wir. Zwei Schritte dahinter. Bis hier sind 20 Meter. Ja, und um das einigermaßen abzuschätzen, so macht es auch der Prüfer. Bleibt er hier stehen und wartet, bis die Kabine hier auf der Höhe ist. Und dann hast du es geschafft, das Ganze. Ne? Das sah doch jetzt schon gut aus, ne? Ja, genau, hat am Anfang ein bisschen viel gelenkt dabei. Ja. Ne? So, und das Geheimnis ist eben, du musst es schön langsam machen. Wir haben es niemals eilig dabei. Ja? Und du musst immer früh reagieren. Ja? Wenn du den also irgendwo ein bisschen siehst, sofort darauf reagieren, dann wird es einfach. Ne? Und wenn du zwischendurch vergisst, ja, in welche Richtung muss ich nochmal lenken. Ja. Also wenn du die vordere Ecke haben willst, musst du halt eben dahin lenken, wo du sie siehst. Ne? Und wenn das Heck nach rechts soll, dann musst du halt nach rechts lenken. Wenn sie nach links soll, musst du nach links lenken. So, der haut ihn jetzt gerade ein bisschen ab und er macht es auch relativ schnell. Aber dann schön wieder eingefangen, hat er gut gemacht. Und der darf auch nicht auf dieser Fahrspur raus hier? Oder? Er sollte es möglichst gerade machen. Ne? Das Wichtige ist aber vor allem, dass der Anhänger gerade an der Rampe steht. Ne? Wir simulieren ja hier, dass wir an der Rampe ranfahren. Okay. Ja? Also der muss nicht gerade sein. Ne? Mhm, genau. So, dann bleibst du bitte einmal stehen. Ja, 20 Meter hat er geschafft. Dann sag mir mal, steht er gerade? Guckst du ihm an? Ja, ich bleib hier. Okay. Ja, der Prüfer steht nämlich auch hier. Okay. Und steht er gerade? Steht gerade. Stehst du gerade? Einigermaßen ja. Ich glaube, ich stehe ein bisschen versetzt zueinander. Kann das sein? Also von hier aus sieht das immer gerade aus. Ne? Und der Prüfer, wie gesagt, der steht ja nicht mit dem Geodreieck. Ne? Ja. Jetzt gucke ich mal. Also für eine Prüfung ist das perfekt. An sich finde ich das nicht schlecht. Ne? Genau, ne? Also da ist jetzt ein ganz leichter Grat drin, aber so schlimm ist das nicht. Ja. Ja? Ja. Und das dauert ein bisschen, bis man so von außen sehen kann, oh, das ist aber schief. Ja. Ne? Und wenn der Prüfer da gesagt hat, jo, sieht super aus, machen wir die nächste Grundfahraufgabe, dann ist da ein Haken hinter. Ja, auch wenn du denkst, ah, hätte aber schöner sein können, ne? Darum geht es gar nicht. Ja, ja, ja. Okay? Ja. Gut. Und dann kommen wir jetzt zur zweiten Grundfahraufgabe. War übrigens wirklich sehr schön. Du hast hier vorhin einmal abgehauen, hast aber sofort darauf reagiert, auch schön. Das war wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ja. Also wir sind jetzt schon viel weiter, als wir eigentlich am dritten Tag sein müssten. Ja, also wirklich sehr, sehr gut. Das freut mich. Okay? Also wir müssen uns wirklich für die Prüfung null Sorgen machen. Gut. Ja? Okay, dann fährst du hier einmal rum und stellst dich da vorne, fährst du auf den Baum zu, der da hinten ist, der einzelne Baum. Ja. Ja?
Und dann wollen wir den gleich hier um die Ecke einmal drücken. Okay? Alles klar. Die machst du gleich auch. Die muss gleich nur einmal kurz rausfahren, sonst muss ich jetzt zahlen. Okay, wir kommen jetzt zur zweiten Grundfahraufgabe. Ja, also, vorstellen musst du dir darunter Folgendes. Du bist von da hinten gekommen, hast dich verfahren. Ja, ja? Ja. Jetzt willst du rückwärts nach links in irgendwie so eine Einmündung oder Straße reindrücken. Und zwar so, dass du mit maximal 4 oder 5 Korrekturzügen, je nachdem wie schmal die Straße ist, ja, ohne weitere Korrekturzüge wieder nach rechts abbiegen kannst. Ne? Ja, also ja, eigentlich wollen wir auch nur umkehren. Ja? Ja. Also, eigentlich wäre es sogar völlig wurscht, wie die Karre da hinten drin steht. Die kann stehen wie ein Sack Nüsse. Ja? Hauptsache, ich komme vorwärts, rechts, genau, wieder raus. Aber es wäre schon ganz schön, wenn du vernünftig gerade stehst. Das ist ja auch mein Anspruch. Weil du das nachher sowieso für dein wahres Leben brauchst. Genau, ja? Ja. Da kannst du nicht immer stehen wie ein Sack Nüsse. Und deswegen wollen wir auch einigermaßen normal machen. Ja? Ja. Damit wir es uns einfach machen. Unser Ziel ist wieder genau da, wo du vorhin losgefahren bist. Also ungefähr die Mitte. Da will ich hin. Genau. Ne? Ja. Also wenn du besonders weit links oder besonders weit rechts bist, dann machst du das Leben immer nur schwer. Ne? Dann ja, erlaubt es auch keine Fehler mehr. Ja. Wenn du relativ mittig rauskommst, können wir alles noch wieder gesund biegen, ja, wenn du zwischendurch Fehler machst. Machen wir das in der Prüfung an einem Kasernengelände wahrscheinlich? Oder ja, wie? Oder in Großstadt gibt es auch so 2, 3 Ecken. Ah, okay. Ja? Ja. Okay, also wir wollen jetzt mal irgendwie um die Ecke da rum. Ja. Ja? In welche Richtung müssen wir dann schon mal lenken? Wenn wir nach links wollen, müssen wir wohin lenken? Nach links. Genau, immer da, wo wir hin wollen. Ja? Ja. Das ist das Simple an diesem ganzen Geschäft. Ja, man dreht es ja quasi ein. Das ist nicht wie beim Auto, BE, da musst du ja immer dann... Genau, musst du in die falsche Richtung, hier genau, musst du immer in die gleiche Richtung lenken. Ja. Ja? Oder immer in die richtige Richtung. Ja. Okay, dann habe ich ja vorhin gesagt, es reicht ja, wenn du ein bisschen wenig, also wenn du viel weniger lenkst. Ja? Also, hast du Vatertag mitgemacht mit dem Bollerwagen? Nee. Nicht. Also, jetzt stell dir vor, du hast einen Bollerwagen und willst um die Ecke schieben. Was du ja niemals machen würdest, ist, du machst einen Schritt zur Seite, ein bisschen nach vorne und wieder nach dahin, da passiert ja gar nichts. Was du ja machen würdest, du lenkst ein Stückchen rein und lässt ihn einfach laufen. Ja. Und ein Bollerwagen ist nichts anderes als ein Drehschemel. Ja. Ja, das heißt, wenn wir weniger lenken, erreichen wir damit viel, viel mehr. Ja, jetzt machst du mal eine halbe Umdrehung nach links, so dass der Löwe auf dem Kopf steht. Genau, das reicht völlig aus. So, jetzt fährst du rückwärts. Auf der anderen Seite, die Sonne, die habe ich hier etwas weiter reingerückt. Ja. Ja, jetzt fährst du mal so lange rückwärts, bis du auf der anderen Seite die Sonne siehst. Okay. Ja? Ja. Bernd, du machst mal Sicherungsposten, ne? Okay, die Sonne siehst du auf der anderen Seite, ne? Richtig. Da ist übrigens auch so ein roter Aufkleber dran, ne? Ja, ja, ja. Das sind jetzt so die Orientierungspunkte an unserem Anhänger. Wenn du irgendwann mal einen anderen Anhänger hast, irgendwas hat der auch. Und wenn er wirklich mal nichts haben sollte, nimm ein Edding, mach einen Strich dran. Ja. Ja? Ja. Okay. Also, du hast jetzt so mit ganz wenig Lenkung, hast du die Deichsel hier rübergezogen, hast dem Anhänger viel Zeit gegeben, auch überhaupt zu reagieren. Ja. Ja? Das heißt, die Deichsel haben wir schon mal drunter weggezogen, so ein bisschen. Ja? So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das Ganze denn so schon ausreicht. Ja? Jetzt lenkst du deutlich in die andere Richtung und ziehst mal wieder die Ecken übereinander. Gut. Und dann bleibst du stehen. Ne? Stopp, 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 stopp. Ja? Auf der Ecke musst du stehen bleiben. Ja? Wenn du über die Ecke hinausgehst, okay, dann machst dann du dir alles kaputt, wieder, was ja, du ja, da aufgebaut ja, hast. Ja, ja, ja. Ja, ja, mach okay. So, Bernd, komm mal her. So, und jetzt ganz wichtig, dass du nicht nur über den Spiegel fährst, weil über den Spiegel kannst du sehen, dass du einen Winkel drin hast, ja, aber du kannst nicht erkennen, wo der hingeht, zumindest am Anfang nicht. Ja. Ja? Jetzt guck mal wirklich vernünftig raus und guck dir mal an, ob dir das Ganze so gefällt.
Ja? Prinzipiell so. Sieht das jetzt gar nicht schlecht aus. Ja? Also immer wahrscheinlich ein bisschen strammer um die Kurve, aber für ja, das aber erste. Also, es gibt ja jetzt nur drei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, der läuft super. Genauso soll er weiterlaufen. Ja. Ob das nachher immer noch so ist, ne? Können wir neu entscheiden. Aber erstmal könnten wir ja denken, jo, läuft super. Ne? Da musst du jetzt nur die Ecke übereinander halten. Wenn du die Ecke übereinander hältst, fährst du einen riesengroßen Kreis und landest wieder genau hier. Ja? Dann bleibt also der Winkel immer so erhalten. Mhm. Ja? Möglichkeit 2 wäre, das reicht noch nicht aus, der muss noch mal einen haben. Dann machst du einfach das, was du jetzt gerade gemacht hast, also eine halbe Umdrehung nach links, hier den roten Aufkleber angucken, Ecken wir übereinander, machst du einfach noch mal. Dann hast du aus dem Winkel hast du den gemacht. Ja. Das Ganze ja. 10-mal hintereinander machen, dann steht er bald neben dir. Ja. Ja? Oder Möglichkeit 3 wäre, da war schon viel zu viel, wir müssen den gerader kriegen, da kommen wir aber später zu. Ja. Ja? Okay. Wie sieht das für dich aus? Was sagst du? Ich würde erstmal so weiterarbeiten. Gut. Dann fährst du jetzt 5 Meter, dann hältst du wieder an und entscheidest wieder neu. Ne? Ja. Muss weiter rein, soll genauso weiterlaufen oder muss gerader werden. Ja. Ja? Und nach allen 5 Metern entscheiden wir wieder neu. Ah, okay. Ja? Okay. Also jetzt schön die Ecken übereinander halten. Nein, alles gut. Also in der Prüfung tatsächlich stehe ich da hinten. Ne? Ja. Jetzt haben wir hier eine vernünftige Übersicht. Ja, weil du musst die Ecken übereinander halten, ne? Ja, ich bin dabei. Genau. So, 5 Meter hast du geschafft, entscheidest wieder neu. Ja, indem du jetzt nicht auf der Ecke warst, sondern darüber hinaus, hast du jetzt wieder ein bisschen gerader gemacht. Ja, weil ich unzufrieden war. Ich wollte eigentlich schon wieder weiter rum. Ja, du musst. Nee, du hast ja gerade entschieden. Beim Fahren habe ich gemerkt, das wird aber ein ganz schön großer Kreis. Gut, also guckst du eben an. Nee, ich würde das ein bisschen noch weiter rumziehen. Muss weiter rein? Ja. Genau. Also machst du genau das, was du vorhin gemacht hast. Ja. Ja. Halbe Umdrehung hierhin. Genau, auf der anderen Seite einmal die Sonne angucken oder den roten Aufkleber. Und Ecken übereinander ziehen. Und nur bis zur Ecke, ne? Nicht drüber hinaus. Ja. So, jetzt guckst du wieder raus und dann schaltest du wieder neu. Also, muss der weiter rein, muss er genauso weiterlaufen oder muss er gerader werden? Ja, wenn er so weiterläuft, dann wäre das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Gut, also, das heißt, Ecken übereinander oder halten. Jetzt rein interessensmäßig, würdest du ihn noch weiter rumziehen? Ich würde ihn noch eingeben, ja. Weil da habe ich nicht mit dem Gedanken spiele ich nämlich gerade, weil ich glaube, ich könnte auch noch einen weiter rumziehen. Ist doch kein Problem. Jetzt hast du dich gerade entschieden, dann läuft super so. Ne? Wir machen nur die 5 Meter und dann entscheiden wir wieder neu. Ja. Also so wie ich das denke, muss das auch nicht immer richtig sein. Nein, das war ja eine reine Interessensfrage, ob du es anders gemacht hast. Aber lenk hier rüber, ne? Sonst siehst du zu viel von der Ecke, ziehst du gerade. Ne? So, 5 Meter hast du geschafft, guckst du wieder raus. Ja, ich würde den weiter rumziehen. Genau. Also machst du das Gleiche, was du vorhin gemacht hast, einfach wieder nochmal. Das heißt wieder eine halbe Umdrehung und dann... Ja, und damit zieht er die Deichsel wieder rüber. Ja. Ne? Und ob das dann ausgereicht hat, deswegen musst du immer wieder auf die Ecke, weil das ist dein Nullpunkt. Ne? Ab dem kannst du wieder neu entscheiden. Gesundheit. Und halt an, guckst du erst wieder an. Ne, die Zeit hast du. Also in der Prüfung hast du sogar so viel Zeit, theoretisch dürftest du auch aussteigen und nach hinten gehen. Okay. Ja, also das ist nicht unbedingt nötig. Nee, finde ich jetzt auch. Und das würde mich als Prüfer auch einigermaßen ankotzen, wenn du das jedes Mal machst. Aber theoretisch wäre es ja Zeit, ne? Also. Ja, schon, aber das ist trotzdem kacke. Ja. Also wenn du mich verarschen willst als Prüfer, dann kann ich besser dann denken. Okay. Ja, klar. Genau. Einfach anhalten, alles gut. Ne? Die Zeit musst du dir nehmen. Ja. So, was sagst du? Es ist besser geworden, aber den Fehler habe ich ganz am Anfang, glaube ich, schon gemacht. Ich wäre gerne jetzt schon... Wir können alles gesund beten. Ja. Ja. Also, was sagst du? Erstmal so weiter. Muss noch weiter rein oder soll so bleiben? Nee, ich würde sagen, muss noch weiter rein. Genau. Jetzt kann es nur sein, wenn du jetzt nur eine halbe Umdrehung machst, dass das genau ausreicht, um nur die Ecke zu halten. Das kann auch sein, dass du vielleicht ein bisschen weiter einlenken musst. Ne? Du kannst auch eine ganze Umdrehung. Was heißt eine halbe Umdrehung? Um den wieder noch mal ein bisschen zu kriegen? Eine halbe Umdrehung, ne? Dann würdest du dem nur noch folgen und du bleibst immer mit der Ecke übereinander. Ja? Das kann auch sein, dass du immer mal ein bisschen mehr lenken musst. Ja, das heißt, ich muss drüben wieder die Sonne sehen. Genau. Ne? Ist immer wieder der gleiche Ablauf. Ja. Ja, und das ist wirklich immer wieder das Gleiche. Also grundsätzlich könntest du jemandem das Rückwärtsfahren auch mit der Excel-Tabelle beibringen. Ja. Ja?
Da ist die Ecke wie übereinander, dann halt an, guck sie erst an. Ich könnte, glaube ich, noch weiter rum, damit ich auf der mittleren Spur lande. Jetzt musst du wirklich deutlicher einlenken, ne? Sonst kommst du da nicht mehr rüber. Ja. Genau, Ecken wieder übereinander, schön deutlich lenken. Und stopp. Okay, was sagst du jetzt? Ja, noch weiter rum kriege ich nicht, aber ich bin ja eigentlich schon auf dem falschen Fahrstreifen. Ne? Ja, wir wollten ja auf dem mittleren, ne? Wenn wir jetzt genau. Einen Meter da oder einen Meter da, völlig wurscht. Da würde ich jetzt so weiterfahren. Ja, wir müssten ihn aber irgendwann auch wieder gerade ziehen. Ja. Ja. Und wenn wir mit dem Geradeziehen anfangen, ja, das dauert sehr, sehr lange, bis du wirklich gerade davor bist und ja. Die ganze Zeit geht er immer noch weiter rum. Ja. Das heißt, wir müssen immer einen Schluck vorher anfangen. Ja. Ja. Okay, dann lenkst du jetzt mal bitte nach links rüber, weil wir wollen jetzt mal versuchen, den gerade zu ziehen. Ach Quatsch, Entschuldigung, nach rechts rüber. Nach rechts rüber? Ja. So, und so lange, bis ich dann Stopp sage. Und Stopp. Jetzt kannst du unten die Schrauben erkennen, ne? Ja. Ja. So, und zwischen der dritten und vierten Schraube ist die nächste Sonne. Die fährst du bitte einmal an und dann machst du die Feststellbremse rein. Jetzt auch so eingeschlagen? Genau, noch. So einfach. Ah, okay. Ne? Aber die kommt jetzt gleich sofort schon. Und stopp. Ja. Ja, jetzt machst du einmal die Feststellbremse rein und kommst einmal raus. Also vorhin warst du die ganze Zeit hier auf der Ecke, oder hast dich zumindest bemüht. Ja? Ja. Zwischendurch bist du immer hier so ein bisschen hier rüber gegangen, deswegen hast du immer wieder so ein bisschen gerade gezogen. Also jedes Mal, wenn du eingelenkt hast, hast du dir damit wieder so ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Ja? Dein neuer Punkt ist jetzt da hinten die dreieinhalb Schraube. Ja, ja? Also, die andere Sonne. Genau. Erste Schraube da irgendwo, ne? Und zwischen der dritten und vierten Schraube. Ja. Ja? Was du niemals sehen darfst, ist der Längenanschlag, den du da vorne hast. Ah, okay. Ja, wo die nächste Sonne dran ist. Ja. Jedenfalls nicht, wenn du einen MAN fährst. Wenn du einen Actros fährst, der ist immer etwas beweglicher. Ja, da kannst du sogar bis zum Längenanschlag fahren, aber nicht weiter. Ja. Ja? Beim MAN ist der hier dritte, vierte Schraube reicht. Wenn du jetzt so eingelenkt weiter hier rumfährst, ja, würde es dazu führen, dass wir irgendwann hier die Kabel abschneiden. Ja. Dann machen wir unsere Rückleuchte noch kaputt. Ja. Ja, und anschließend ist die Deichsel krumm und hast einen Schaden von um die 10.000 Euro. Schön, freut sich. Ja, da freut er sich. Riesig. Ne? Hat er endlich was zu tun, was wir mit seinem Geld. Ja, genau. Dumme Gedanken. Ja, so ist es. Ja, gut. Also, wir müssen jetzt an der dreieinhalbten Schraube bleiben und zwar so lange, bis die Deichsel gerade ist. Ja, das kann man natürlich schlecht erkennen, aber wir haben hier eine Achse und da haben wir hinten Kotflügel. Wenn der Kotflügel also hier ist, dann ist es ungefähr gerade. Ja. Ja, also, dein neuer Punkt ist jetzt eben nicht mehr die Ecke, sondern die dreieinhalb Schraube. Ja. Ja? Und der geht hier ganz schön schnell weg. Ja? Deswegen sieh zu, dass du extrem, also dass du komplett nach links lenkst. Ja? Und wenn du dann merkst, oh, jetzt komme ich doch über die dritte Schraube hinaus oder wieder zurück, wenn ich jetzt dann machst du ein bisschen weniger Lenkung, dann kommst du wieder zur vierten, dritte, vierte, dritte, vierte. Wenn ich jetzt ganz normal rückwärts fahre, komme ich nicht in die Situation, dass ich immer auf der Sonne bleibe. Wenn du jetzt so weiterfährst, dann. Nee, so auf gar keinen Fall, wenn ich jetzt gerade lenke. Gerade kommst du auch dran vorbei. Du musst wirklich nach links sein, ne? Weil der haut ja ab und da willst du hinterher. Ja, ja. Ja, deswegen musst du deutlich nach links. Wir machen das jetzt auch mal im Stand, dass wir lenken. Ja? Beim ersten Mal in Zukunft machen wir das dann mehr so im Lauf. Ja. Ja? Ja. Jetzt wieder weiter dran? Ja, genau. So, und wenn wir beim nächsten Mal dann hier gerade ziehen wollen, also zur dreieinhalbten Schraube, dann kannst du eigentlich so ab der zweiten Schraube kannst schon zurücklenken, sonst schießt du immer drüber hinaus. Ja. Ja? Komplett nach links. So, und wenn du jetzt merkst, du siehst gleich die dritte Schraube nicht mehr, dann machst du ein bisschen weniger Lenkung, dann kommst du wieder zur vierten, dritte, vierte, dritte, vierte. Ist der Gang, glaube ich, rausgegangen. Ja, da siehst du, das dauert sehr, 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 sehr lange, ne? Bis wir jetzt endlich mal gerade davor sind. Und deswegen darfst du mit dem Geradeziehen nicht erst anfangen, wenn der gerade da drin ist, sondern immer so ein Stückchen vorher, ne? Weil die ganze Zeit geht er immer noch rum. Du darfst sogar vier oder fünfmal vorziehen, ne? Aber das haben wir jetzt gerade überhaupt gar nicht nötig. Ne?
Doch noch. Ja, fahr mal zurück zur Sonne. Ja, da will ich jetzt hin. Du musst noch weiter rumlenken. Geht nicht mehr. So, jetzt näherst du dich der Sonne. Ne? Jetzt bist du an der vierten Schraube. Ja. Jetzt kommst du so allmählich wieder zur dritten Schraube. So, guck mal eben raus, wie die Dachslinie steht. Also, guck, der Kotflügel da ist ja schon gerade. Finde ich einigermaßen nee, schon. Mach nicht über den Spiegel, guck da hin. Ach so. Ich könnte noch ein bisschen weiter raus, glaube ich. Also, das ist jetzt von dem Ganzen das Allerschwierigste, weil du zwei Punkte beobachten musst. Ne? Also ja. Einmal 3,5 Schraube. Ja. Und das andere hier den Kotflügel. Ja. Ja. So, wenn du jetzt gleich siehst, dass der Kotflügel gerade ist und gehst dann wieder auf die Ecke zurück, dann ziehst du die Deichsel wieder rüber. Ne? Das ist auch irgendwie ein bisschen doof. Ne? Ja. Das heißt, du bleibst so lange an der 3,5 Schraube, bis der Kotflügel hinten so ein bisschen rauskommt. Dann stehst du nachher etwas schöner gerade davor. Ja. Ja. Okay, dann machen wir weiter. Ich lenke jetzt aber wieder so ein, dass ich auf die 3,5 Schraube komme. Ja, genau. Und kannst schon wieder einlenken, sonst schießt du rüber hinaus. Bin ich wieder auf der dritten Schraube. Ein bisschen weniger lenken wieder, genau. Noch weniger lenken. Dritte Schraube. Bin schon auf der zweiten. Ja, dann lenk weniger. So, jetzt bleib mal stehen. Jetzt guck dir das mal eben an, wie das mit dem Kotflügel da hinten aussieht. Ja, der kommt ja, ein bisschen raus. Rausgekommen. Ja, ja. So, und jetzt kannst du wieder auf die Ecke zurück. Ja, also jetzt komplett einlenken. Auf die Ecke. Dass ich die Ecken übereinander lege. Genau, legst die Ecken übereinander und dann guckst du das Ganze wieder an. Guckst du an, was hältst du davon von deinem Kunstwerk? Wir stehen nicht gerade auf der Fahrbahn, aber zumindest wieder gerade hintereinander. Man könnte schlechter stehen, ne? Glaube ich auch. So, jetzt müssen wir natürlich noch einigermaßen ein bisschen in die Straße rein, ne? Wenn das hier eine normale Straße wäre, damit du abbiegen kannst. Ne? Ja, also fährst jetzt aber jetzt einfach wieder geradeaus fahren. Ne? Genau, rückwärts das Gleiche, was du eigentlich vorhin auch schon gemacht hast. Ja. So, und wie das Ganze funktioniert, das wirst du gleich relativ schnell begreifen. Ja? Das Schwierige dabei ist jetzt nur, ein Gefühl zu entwickeln, so wann muss ich wohin, ne? Und einen Blick dafür zu entwickeln, ja, wo geht der Anhänger hin. Das ist am Anfang noch ein bisschen schwierig, aber da wir jetzt jeden Tag nichts anderes machen, wirst du auch relativ schnell reinkommen. Also jeden Tag machen wir die Bewegung genau. Und dann fahren wir nochmal. Okay. Genau. Ne? Gut, jetzt würde ich sagen, du bist in der Straße drin ja, und somit hast du das Ganze geschafft. Ja, also theoretisch, wenn da eine Straße wäre, könntest du jetzt so abbiegen. Ja, ja. Ja, und in der Prüfung machen die das meistens auch an Ecken, wo man dann tatsächlich abbiegen kann. So, die Prüfung, also diese Grundfahraufgabe ist dann erst beendet, wenn du dann wirklich da vorne am Fahrbahnrand stehst. Ja. Ja, das können wir jetzt hier schlecht machen, da ist nichts. Ja, aber dann wäre die Grundfahraufgabe beendet. Du musst auch nicht sagen, so, ich könnte jetzt abbiegen, ja, nicht könnte, einfach machen. Okay? Ja, ja. Gut. Grundsätzlich verstanden? Ja. Das habe ich der Bernd gerade schon gesagt. Die größte Schwierigkeit ist jetzt eigentlich nur noch, so ein bisschen Gefühl dafür zu entwickeln. Ja, genau. Ja? Und sich vor allem die Zeit zu nehmen, auch wirklich anzuhalten nach 5 Metern und einmal rauszugucken. Ja, wenn du es nur über den Spiegel machst, dann kann man noch nicht so gut erkennen am Anfang, wo geht er überhaupt hin. Ja. Das kannst du viel besser erkennen, wenn du wirklich rausguckst. Ja. Ja? So, wenn ich jetzt hier um die Ecke drücke, dann sieht das bei mir möglicherweise etwas geschmeidiger aus, hoffe ich jedenfalls, war das auch schon ein bisschen länger. Das liegt aber vor allem daran, weil ich aus diesen 3 Punkten, die du jetzt kennengelernt hast, habe ich einfach 7 Punkte gemacht. Ja, und ich stufe das etwas feiner ab. Aber im Grunde mache ich nichts anderes als hier. Ja? Also mit den 3 Punkten kommst du um jede Ecke rum. Um jede. Ja. Ja? Okay. Dann fährst du bitte noch einmal da vorne hin. Auch noch einmal. Was hat denn Ihr junger Mann zum Mitreisen gesucht? Aber es hieß doch, dass er einen Garten war.
So, jetzt bleibt er ungefähr 3,5 Schraube, ne? Also er macht die Deichsel immer gerade, kann aber noch ein bisschen länger da bleiben, weil der Kotflügel hinten noch nicht rausgekommen ist. Ja. Ja? Und gerade, ne, weil er jetzt immer zwei Punkte beobachten muss, macht das schön langsam. Du hast immer die Zeit. Ne? Wir haben es niemals eilig. So, jetzt siehst du, in der Straße bist du komplett drin. Ja. Du könntest jetzt abbiegen. Ne? So, und dann kommen wir noch mal, bleib mal so stehen. Kommen wir noch mal eben kurz zu den Korrekturzügen. Du hast entweder, also beim Rückwärts-Zurücksetzen, diese 20 Meter, hast du immer 4 Korrekturzüge. Ja. Bei der Grundvoraufgabe hast du entweder 4 oder 5. Ja. Ja? Ja. So, also die Straße muss mindestens 6 Meter breit sein, in die ihr reinschiebst. Ne? Ja. Das kann also hier nichts mit 4 Meter oder so, so eng sein. Ne? Also es muss mindestens 6 Meter breit sein. Ja. Zwischen 6 und 8 Meter Straßenbreite habt ihr 5 Korrekturzüge. Ist die Breite, habt ihr 4 Korrekturzüge. Das ist ja eine Menge, ne? Ist auch wirklich viel. Also hier hätte ich jetzt 4 Korrekturzüge. Also Korrekturzüge heißt, du fährst einmal nach vorne. Ja. Dass er wieder gerade ist, ne? Und dann wieder neu an. Genau. Und wie weit davon, das ist auch egal. Du kannst da einen Kilometer hinfahren, machst dir natürlich dein Leben schwer. Du kannst da wieder Ausgangsposition. Ne? Du darfst nur nicht zwischendurch sagen, scheiße, ich fange nochmal von vorne an. Dann ist es der zweite Versuch. Ja? Also du hast einen Versuch. 4 oder 5 Korrekturzüge und soll das wirklich in die Hose gehen, ist das kein Problem. Du hast einen zweiten Versuch mit 4 oder 5 Korrekturzügen. Ja. Ja? Und das schafft man. Also das, die Grundvoraufgaben ist bei weitem nicht das größte Problem in der Prüfung. Das größte Problem sind rote Ampeln, Stoppschilder, Linksabbiegen mit Gegenverkehr. Das ist das größte Problem. Ja. Also genau das gleiche Problem bei Pkw-Fahrer auch haben. Ja. Ja? Okay. Okay, das war wirklich spitze. Sehr, sehr gut. So weit brauchten wir heute gar nicht kommen. Ja. Ja? Also weit drüber. Ja, wunderbar. Heck. Also Lob und Anerkennung. Danke schön. Gut, dann machen wir den Motor aus. Gut. Also, das war unser Video zu unserer dritten Fahrstunde. Das Rückwärtsfahren mit einem Drehschemelanhänger. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen da, abonniert unseren Kanal und bis bald.